Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur 193. Episode dieses City Skylines Snowfall Let's Plays. Ja, schon eine richtig fette Torte, die wir hier mittlerweile stehen haben. Schon nice. Ich bin am Überlegen, ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, diese Brücken hier zu bauen. Da, wo sie Sinn machen. Also einmal hier. Hier würde noch in Frage kommen, eventuell, dass wir das hier verlängern. Obwohl ja auch überhaupt gar nicht so richtig, obwohl, das könnte täuschen. Ja, da würden Brücken Sinn machen. Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Na, hier noch nicht. Tja, hier könnte noch eine Brücke hin. Hier noch nicht. Hier eventuell die Straße. Ja, was haltet ihr davon? Mal eine kleine Umfrage im Kommentarbereich bitte. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Weil Verkehr ist ja auch so ein bisschen wichtig hier in der Stadt. So, was aber auch wichtig ist, wir haben jetzt diese ganzen Straßen gebaut, auch die ganzen Parks überall geknallt. Eine Grundversorgung ist da. Was aber fehlt, sind natürlich Krankenhäuser. Was fehlt, ist Feuerwehr, Polizei, Schulen und Buslinien. Und natürlich U-Bahn. Darf man auch nicht vergessen. Vielleicht auch irgendein fettes Gebäude. Ja, es gibt auf jeden Fall noch viel zu tun. Womit fangen wir denn los? Hier wollte ich hin und hier. Wir fangen mal an mit Straßenmeistereien. Wie sind denn die so verteilt? So richtig an der Stadt sitzt keine dran. Hier ist was in der Stadt. Eine. Hier kommt jetzt hier eine zweite rein. Ja, ansonsten hat jede dickere Straße irgendwo eine Meisterei. Will die gleich hier haben, oder pass auf, wir können die auch hier setzen. Warum sind die Orte bereits belegt? Okay, machen wir es so. So, wird unterbrochen, natürlich. Dich. Wieso ist der Ort hier bereits belegt? Das kann ich doch ja nicht glauben. Ach, weil da ein Knick in der Straße ist. Hat er sich ein bisschen... Na gut, dann muss er so sein. So, und bevor ihr merkt, dass der Strom weg ist, ist er wieder da. Oder? War da was? Hat er hier von nirgendwo mehr Strom? Anscheinend, ja. So, weiter auf der Suche nach Autobahnmeistereien. Hierhin. Geflickt. Geflickt. So, zieht sich von unten. Na, okay. Nur ist auch zu spät. So, die nächste. Ne.
Dann sollten wir das halt selber machen. So. Und so. Jetzt passt er garantiert dran. Oh, Strom haben wir nicht. Machen wir so hier oben. Bisschen näher ran. Auch alle geflickt. Zeig doch mal die nächste. Die nächsten hier sind zwei und eine greife ich mir ab. Steck sie hier hin. Und hier passiert wieder irgendwas, wo ich den Verkehr mal in aller Ruhe beobachten muss. Die wollen wohl anscheinend hier alle auf die Autobahn, oder? Bis darum wollte ich mich eigentlich jetzt nicht so... Ich nehme mal die Ampeln weg. Erstmal aus Verlegenheit. Ja, muss ich mich später drum kümmern. Hab grad einen Auftrag, sorry. So, die zweite Autobahnmeisterin bleibt hier oben. Hier hatten wir aber Strom bestimmt unterbrochen wieder. Gut. So, hier ist keine, hier bauen wir. Ich will nicht, dass die so weit wegstehen. Ob das reichen mag? Tja. Na so. So sind wir zufrieden. So, die nächste. Steht dann hier. Strom irgendwas. Haben wir hier irgendwie was? Ne, alles soweit gut, alles schick. Zack und zack. Dann sind hier zwei. Ich nehme mal mit. Strom da oben müsste okay sein. Und die zweite setze ich dann hier oben hin. So. Dürfte alles weiter existieren und funktionieren. Ja, du wartest halt mal kurz, bis hier Leute einziehen. So. Sind wir wohl einmal mit dem System rum hier. Cool. Haben wir Autobahnmeistereien. So, und jetzt ähnliches hier mit der Schneedeponie. Fangen wir mal diesmal im Norden an, weil das möchte ich ja auch ein bisschen näher an der Stadt haben, damit auch in der Stadt der Schnee abgeholt wird. Aus der Innenstadt selber haben wir bloß eine Schneedepot. Hier oben haben wir zwei. Es schneit gerade nicht, also halte ich einfach mal an. So, was natürlich ein Nachteil ist, ist, dass das hier auch an der Autobahnabfahrt liegt oder Auffahrt. Und da müssen wir dann natürlich dann noch irgendwelche Ausnahmen machen.
Nein, hier müssen wir den Verkehr nicht noch unnötig weiter verstopfen. Und man könnte beispielsweise hier. Das dürfte ein bisschen weiter drin liegen. Okay. So, diese hier können wir näher ranholen. Schade. Hier hin. Was ist denn hier das Problem? Weil die Straße so ein bisschen gebogen ist. Okay. Habe ich jetzt die neue gebaut? Ich wollte doch umbauen. Dann haben sie hier oben jetzt zwei. Na, tut mir leid. Aber generell hier so dieser Freiraum, der bietet sich schon so ein bisschen an. Wir gucken mal weiter rum. Was ist denn hier so die Situation? Hier haben wir zwei Stück. Könnte einer hier runter gehen, oder? Nee, hier rechts nirgendwo. Wenn man nirgendwo die Autobahn versenkt, aber das dürfen wir jetzt nicht extra machen. Und sehen da meine alten müden Augen. Ah, auch Autobahnabfahrt in der Nähe. Hier ist schon Polizei und Co. Ach, wieder ein neuer Baut. Hör doch mal auf jetzt. 0 und 0. Warum muss ich zur Bestrafung jetzt eine verkaufen? Gucken weiter. So, hier sind zwei für diesen ganzen Bereich. An der Autobahn bietet sich das schon mal nicht an. Na, nach hier hinten muss einer mal ziemlich weit rausfahren. Das haben wir jetzt Stadtgefüge ein bisschen unterbrechen hier und da so ein Ding reinbauen in die Stadt. Einfach falls es Sinn macht. So. Zustand 0 und 0. Dich nehmen wir mit. Und dich packen wir hier hin. So, ihn hier weiter oben draußen ist in Ordnung. Weil hier ist ja auch ziemlich viel Straßengefüge. Aber ich denke, wir werden hier noch einen zusätzlich hinbauen. So, zwei Stück Autobahn in der Nähe. Ich gerne. Und er hat 27 drauf. Okay, dann müssen wir ihm sagen, entleeren. Alle leer, bis auf ihn. Puh, merkwürdig. Ihn dann auch runterholen. Ach so, nee, hier ist ja Autobahn. Dann werden wir dich aber auch erstmal leer machen müssen, weil da 1% drauf hast. Okay. Gut, dann müssen wir da nochmal wiederkommen. Haben wir jetzt hier Strom kaputt gemacht? Irgendwas? Okay, immer wieder fragen, ja. Alles verbunden, er wird leergeräumt. Gut, sind wir mit dem Schnee einmal rum. Machen wir mit dem Müll doch einfach weiter. So, dann haben wir da oben zwei Müllkraftwerke.
Nehme ich dich. Autobahnauffahrt. Dann wirst du hier oben. Obwohl er hier schon inner ist, der die Straßen unnötig zumacht. Aber ich hätte ihn gerne ein bisschen weiter in der Stadt drin. Machen es so. Nicht wegen Autobahn. Hier könnte ich ihn so setzen. Ja, warum eigentlich nicht? Strom ist nicht der einsame Verträumte hier oben. Was ist mit dem? Warum steht denn der hier noch? Der kann doch eigentlich auch hier runter. Ist ja keine Autobahnausfahrt, nicht? Ach, weil wir ihn hier schon hatten. Na gut, dann ist das ein bisschen doppelt versorgt. Ja, ist okay, der nächste kommt dann erst hier wieder. In Ordnung. So, wir waren bei den Müllverbrennungsanlagen. Zwei Stück, die hier diese Nase versorgen. Oder drei Stück mit dem Industriegebiet. Okay. Hier haben wir eins. Auch so ein bisschen mittendrin. Ein bisschen entfernt, weil hier Autobahn ist. Okay, lass ich so. So, hier erscheint es mir auf den ersten Blick ein bisschen wenig, da, aber obwohl, hier haben wir mittendrin hier eins stehen. Das kann dem ganzen Bereich machen. Obwohl die Häuser ja hier rot dargestellt werden, wa? Heißt das Unterversorgung? Pass mal auf dahin. Schule. Neben die Schule, genau. Passt nicht. Lass ich mal Zeit laufen, ob jetzt die Häuser blau werden. Na, wobei das ja auch wieder dauert. Er muss ja erstmal seine Droschken losschicken und die müssen ja erstmal Müll holen, damit er funktioniert. Okay, dann müssen wir uns diese Ecke mal vormerken und da in ein paar Minuten wiederkommen. Gut, dann ist die Ecke ja nicht schlecht versorgt. Aber ihn hier... hier ranholen, der kann auch hier wieder unter die Brücke. Strom, Oh, wir müssen Unmassen von Kabeln am Ende wieder rausholen hier. So. Der kann da oben bleiben. Ich glaube, da ist er gut. So, hier haben wir einen direkt neben Bahnhof. Und Bahnhof produziert ja selber schon genug Autos, also keine so gute Position. Wir nehmen dich. Ah, hier ist Autobahn. Hier stehen sie auch. Ich glaube, hier oben ist so eine kleine verträumte Ecke, wo man das Ding mal hinbauen könnte. Hier fällt mir besser, ja. So. Ansonsten hier steht eins. Hier und hier. Ja, wir holen dich hier oben. Ah, da stehen ja zwei. Holen wir auf jeden Fall eins näher ran. Ja, passt diesmal nicht. Erst hier wieder. So. Ist in Ordnung. Und Strom. Guckt man immer nicht. So, möchten wir den Ehen denn da lassen? Ich glaube schon. Gut, dann sind wir mit dem Müll praktisch einmal rum. Und hier wollten wir noch gucken, ob die Häuser blau werden. Na, der ist immer noch nicht am Netz, oder was? Gibt's hier keinen Müll für dich, oder was? 12 Autos sind draußen, 13? Naja, dann ist das sozusagen ein Geheimauftrag für die nächsten Episoden, dass wir mal drauf achten, ob durch das Hinsetzen dieses Müllverbrennungskraftwerks hier diese Häuser auch noch blau werden, so wie die hier unten. Ich denke schon, ein bisschen hat es, glaube ich, schon geholfen. Gut, schauen wir mal.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode auch wieder reinschaut. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen, Kritik, benutzt den Kommentarbereich. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.